Leute, herzlich willkommen im Power Talk 5. Wir haben endlich mal die 5 erreicht. Was heißt endlich? Es ist halt die Power Talk Nummer 5, ne? Ich bin im Auto, fahre nach Hause. Ich bin schon in Hofheld angekommen, über die Brücke Rheinhausen. Wir haben heute den 12.12.2022. Jetzt haben wir mittlerweile 17.03 Uhr. Ganz ehrlich, ich hatte schon Power Talk aufgenommen. Bis hierhin, aber hat mir nicht gefallen, weil ich nur über schlechte Sachen gesprochen habe und ich wollte euch das nicht antun und niemandem zumuten, meine schlechten Erfahrungen zu hören. Deswegen gibt es jetzt von mir ein kurzes Update über die letzten 2 Tage und dann ein paar Themen, die wir gleich mal schön durchgehen. Samstag war ich in Gelsenkirchen, habe mir einen Roller angeguckt, mir vorher noch mit extrem Zeitdruck einen Helm gekauft. Leider ist es nur ein Jethelm geworden für 69 Euro in schwarz-grau oder grau-dunkelgrau so und mit 68 Achserei. Und alle anderen Helme waren viel zu klein. Ich habe gesagt, ich habe ein Budget von 100 Euro, hast einen Helm da. Am besten Klapphelm. Der meinte, ja, mit 100 Euro kommst du nicht weit. Du musst schon mindestens 30, 40 Euro mehr zahlen. Ist so egal. Ne? Auf jeden Fall haben die nicht gepasst. Jethelm direkt besorgt. Für 2,60 Euro von Action habe ich mir dann ein paar Handschuhe mit Thermo besorgt. Die waren geil. Luis wollte hier in diesem Motorradshop 30 Euro haben. Okay, die waren zwar gut mit so Verstärkung an den Knöcheln, aber ich brauchte das ja. Ich brauchte das ja nur an dem Abend, weil ich ja aus Gelsenkirchen direkt einen Roller kaufen wollte. War ja mein allererster Roller, den ich mir jetzt angeguckt habe. Ja, auf jeden Fall war das Teil nicht zu gebrauchen. Ne? Ständig ausgegangen, Kickstarter nicht funktioniert, E-Starter hat sowieso nicht funktioniert. Gestern war ich nochmal Roller kaufen oder gucken. Katastrophe. Der Junge hat mich voll angelogen. Fahrbereiter Roller. Ich fahre hin. Der fährt nicht. Ich musste mit meinen Füßen den Roller schieben, damit ich noch so auf 10 km/h gekommen bin. Mit höchstens 12 km/h meinte der, ja, musst du ein bisschen Vergaser reinigen. Ich so, du hast mir gesagt, fahrbereit. Ja, ich habe dir gesagt, dass es 3 Monate stehen bleiben. Ich so, ja, aber du hast mir nicht gesagt, dass der nicht fährt. Und dass ich halt noch 1000 Sachen machen muss. Ne? Auf jeden Fall hat der mir ein Angebot bekommen. Wir gehen zu mir nach Hause. Ich habe noch einen Piaggio-Roller. 2014. Top-Ware. Ich so, okay, was kostet der? 790. Fahren wir hin. 9 Kilometer entfernt von seiner Firma, wo der erste Roller war. Zweiter Roller, wir kommen zu seiner Garage an. Der macht Garagentor hoch. Marach! Ich sehe nur noch einen halben Roller. Überall Gehäuse, Helmfach, so einzeln, Tank, dann da einen halben Roller, dann da eine Baustelle, Werkzeug. Und dann holt der von hinten, weil der hat die Garage so in 2 geteilt mit so Vorhänge, bringt er so einen geilen, roten, glänzenden Derby raus. Derby Boulevard heißt das. Und das ist eigentlich ein Piaggio Fly. Meint der, ist genau, Piaggio ist wie Seat, Alhambra und Charan und Galaxy. Ist ja alles gleich, aber halt andere Marke. Ist so, okay, gefahren, bla bla bla. Eine Stunde diskutiert wegen Preis, habe ich für 730 Euro gekauft. Wirklich, das ist jetzt 2 Minuten erklärt, aber das hat echt 2, 2,5 Stunden gedauert, bis ich den irgendwann gekauft habe, weil mir der am Anfang gefallen hat. Der hatte Öl nachgekippt, weil während der Probefahrt Öllampe anging. Der hat Öl nachgekippt, ich habe bezahlt 730 Euro, mit Ach und Krach noch runtergehandelt. Ich fahre zur Tankstelle mit Aupassland, der fährt vor mir, ich fahre hinter ihm. 1 Kilometer ist nur Aral. Auf der ganzen Fahrt wieder Öllampe. Tankdeckel, dann sind wir zum Tanken gefahren, diese Tankschraube, Tankdeckelschraube, ging nicht los. 2 Männer, ja, 2 große, kräftige Männer,
haben wir nicht hinbekommen, Tankdeckel zu öffnen, der den Maroch. Scharrenböller Roller, ja, ich fahr zurück, bin zurück, habe angerufen, der meinte, ich komme in einer halben Stunde. Der kam so nach 10 Minuten, habe ich dann gesagt, komm, nimm deinen Roller, verkaufst du für mehr Geld, brauchst du auch nicht handeln. Hier 700 Euro, 30 Euro brauchst du nicht geben, ist okay, habe ich miese gemacht. Egal, ich habe was gelernt. Also wenn mir was nicht am Herzen liegt und ich sage, ich fühle mich unwohl oder ich fühle mich damit nicht wohl, ich bin rat die Almijam. Wenn ich kleinste Bedenken habe, Almijam, ja. Auf jeden Fall war das halt mein Update. 4-5 Minuten noch was, das ist schon wieder zu viel. So, dann wollte ich ja wieder über Themen sprechen mit euch. Über Thema 90s. Ich bin ja auch 87er, Ali ist 90er, er ist dann auch 87er. Wir sind ja nur eine Woche unterschiedlich geboren. Scheiße, Parkplatz. Und da wollte ich halt mit euch reden über 90er Filme. Also wenn ich so an meine Kindheit denke, ne? So an, so bis ich so 12 war. Ich kann euch mal 5 von meinen Lieblingsfilmen erzählen, die ich immer noch geil finde. Platz 1, Jumanji Teil 1 mit dem leider verstorbenen Robin Williams. Platz 2 wäre für mich Zurück in die Zukunft 2. Platz 3 ist Kevin allein zu Hause. Wir haben ja auch gerade Weihnachtsstimmung, weil wir ja auch kurz vor Weihnachten haben. Und Platz 4 wäre für mich halt so Kinderfilme. Wie hieß der Film nochmal? Dieser eine Film mit diesem E.T. E.T. auch einer der geilsten Filme ever. Und Platz 5, ich parke mal eben. Platz 5 meine Lieblingskinderfilme oder halt Serien ist Simpsons. Das ist halt meine Kindheit. So abends Budge machen, sauber machen, dann Pyjama anziehen, Fernsehen. Mama macht so Nudeln, so mit Dinosaurierform. Nudeln essen, Fernsehen, abends schon dunkel und dann einfach den Abend mit Simpsons. Ja, das war die Dinos. Boah, wer kennt noch die Dinos? So, nicht die Mama. Das ist ja auch eigentlich, wenn man das so mal betrachtet, alles ist eine Kopie von den Simpsons. Ne? Mama, Hausmutter, Hausfrau. Papa, fetter Sack, der immer säuft. Und einen wilden Sohn, eine schlaue Tochter und ein Baby. Es gibt so viele Kinderfilme oder Kindercomics, wo das halt so dieses klischeehafte amerikanische Familie. Family Guy und die Jetsons. Okay, die Jetsons waren ja älter. Aber immer so dieses Mama, Papa und 3 Kids. Spiele, Morok. Meine allererste Spielekonsole war eigentlich meine NES Nintendo. Die habe ich damals mit meinem Sündet Palace gekauft. Mein zweite war mein Gameboy, die Ur-Gameboy mit dem Grauen und den. Habe ich eigentlich Licht? Ja, ich bin ja am Parken. Und dann gibt es ja noch die. Diese lila Tasten, das hatte ich auch so, glaube ich, 96. In der zweiten Klasse war ich. 95 habe ich das bekommen mit Tetris. Ja. Ja, Thema 90er. Alter, das war. Wir gingen zu Toys R Us. Toys R Us in Meidrich. Das ist ja nur 3-4 Minuten Fußweg von mir gewesen. Dann bin ich immer nach Schule aus, nach Hause gegessen, Hausaufgaben, nie gemacht, direkt zu Toys R Us. 96 hat mir mein Vater zu Kurban Bayramı, hat der mir PlayStation 1 gekauft. Mit so einem Rennspiel. Letztens mal hatte ich mal so nachgedacht. Ich habe das Spiel auch gefunden, aber ich habe wieder vergessen, wie das Spiel heißt. Und an dem Tag, an dem die das gekauft haben, das war Kurban Bayramı, kam die Botskurz zu mir und die Familie Levent Tuncat.
Fahrschule am Bett haben, ja. Bruder, ich habe keinen spielen lassen. Ich habe das die ganze Zeit gespielt. Und das waren Zeiten, ey. Rayman, Hercules, Lucky Luke, dann Looney Tunes, Mickey Mouse, Rugrats. Immer solche Spiele habe ich gespielt. So Ballerspiele mochte ich eigentlich nicht. Und aber doch ein Ballerspiel hatte ich, das war Der Morgen stirbt nie von Pierce Brosnan, James Bond. Boah, der war. Da gab es auch einen 7er BMW. Ja. Ja, Leute. Power Talk 5. Erstmal sind mir die Themen ausgegangen. Das hatte ich die letzten 4 Power Talks nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Meine Brille habe ich euch in den Infobereich verlinkt. Ja, könnt ihr mal drauf gucken. Nee, ich bin nicht so ein Influencer. Ja, dann gibt es wahrscheinlich am Donnerstag oder am Freitag ein neuer Power Talk. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und schön. Gruß an meine Follower. Ciao, Leute.